Es wird die letzte Dienstreise für die Spielvereinigung Unterhaching in dieser Saison. Das letzte Spiel dieser Saison. Es ist das Entscheidungsspiel, es ist das große Finale. Und die Ausgangssituation, die könnte nicht besser sein. Nach dem 3:0 Heimsieg hier im Sportpark fahren sie natürlich nun mit einem dicken Koffer voller Emotionen nach Elversberg. Die Stimmung war brutal hier, die ganzen Fans hier in der Kurve, super, super Gefühl. Und ja, die Euphorie tragen wir in uns. Die wichtigsten 90 Minuten in der Saison stehen morgen an und wir hoffen, dass wir das auch positiv gestalten. Wir gehen auch mit dem Selbstbewusstsein rein, das wir uns angeeignet haben über die Saison und hoffen, dass wir da dann den Sack zumachen. Ne? Die Situation, die ist allen Hachingern völlig klar. Und so muss der Trainer Klaus Schromm auch nicht mehr großartig die Euphorie anheizen. Er muss aber auch die Stimmung nicht bremsen. Das wäre das Schlimmste, was wir machen könnten, wenn wir die Truppe versuchen zu bremsen. Es hat uns eigentlich immer ausgezeichnet, dass wir jedes Spiel angehen, als würden wir es gewinnen wollen. Und so werden wir auch morgen ins Spiel gehen. Und wir wollen das Spiel gewinnen. Und dafür werden wir alles tun. Und was dann am Ende dabei rauskommt, werden wir sehen. Am Mittwochabend um 20.30 Uhr, da geht das Spiel los in Elversberg. Und klar ist, bei dem Rückstand, den die Gastgeber haben, nämlich die Elversberger, da müssen sie kommen, da müssen sie nochmal eine richtige Walze lostreten. Das ist die letzte Patrone. Die werden, denke ich, höheres Risiko gehen als im Hinspiel, wo sie doch sehr defensiv eingestellt waren und uns da auch ein bisschen überrascht haben mit der defensiven Ausrichtung. Und mit den Zuschauern am Rücken wird eine gute Kulisse da sein. Und natürlich weiß man, wie sich seine eigene Dynamik in so einem Spiel entwickeln kann. Nur wir wissen auch, dass natürlich die Angst vor einem Gegentor bei ihnen wahrscheinlich sehr groß ist, weil es ein Auswärtstor sein wird. Das Ergebnis 3:0 ist jetzt eigentlich so von der Psychologie her, dass die schon fast nichts mehr zu verlieren haben und eigentlich nur noch wir verlieren können. Und das, glaube ich, macht das Ganze ein bisschen gefährlich. Als Meister in der Regionalliga Bayern haben die Hachinger ihre Spuren hinterlassen. Sie waren das Team, das die meisten Punkte geholt hat. Sie waren das Team, das die meisten Tore in der Geschichte der Regionalliga Bayern erzielt hat. Doch das alles, das ist nichts wert, wenn sie nicht in diesem letzten Spiel, in diesem Spiel in Elversberg noch gewinnen oder zumindest ein Unentschieden holen. Denn das würde ja auch schon reichen für den Aufstieg in die dritte Liga. Wir haben ja die beiden Spiele sozusagen in zwei Halbzeiten aufgeteilt. Und die erste Halbzeit haben wir mit dem 3:0 hier zu Hause gegen Elversberg, glaube ich, ganz gut bestritten. Aber wie jeder weiß, kann in der zweiten Halbzeit auch ganz viel passieren und deswegen gilt es schon nochmal alles reinzuwerfen. Ich glaube, Demut ist ein sehr großer Faktor und den bringen wir, glaube ich, ganz gut mit. Und deswegen bin ich sehr optimistisch, dass aber die zweite Halbzeit dann auch ganz gut verläuft. Der Mannschaftsbus, der wurde vorschriftsmäßig beladen. Ob die ein oder andere Flasche Champagner schon reingeschummelt wurde oder natürlich Ertrage Bier, das war nicht ganz zu erkennen, aber die Spieler, die sind auch da optimistisch. Also ich habe persönlich jetzt noch nicht geschaut. Ich denke, dass wahrscheinlich für alles gesorgt sein wird. Und wir werden dann die Klappen aufmachen, wenn wir es hoffentlich geschafft haben. Und wenn da nichts da ist, wird es großen Ärger geben. Ja. Mit dem 3:0 aus dem Hinspiel haben sich die Unterhachinger ein gutes Polster geschaffen. Und es wäre schon ein kleines Fußballwunder, wenn sie jetzt nicht den Aufstieg in die dritte Liga schaffen würden.